Grüß euch, ich begrüße euch jetzt herzlich zu meiner Wiederladeserie. Und zwar in dem Teil werden wir Hülsen vorbereiten, von Null weg bis zur fertigen Hülse. Und da nehmen wir euch jetzt mit und ich sage euch, was man da jetzt alles braucht und mit was wir anfangen. Wir haben einmal eine kleine Waage, das ist in so einem Set dabei gewesen, das ist so eine kleine Wiederladewaage, die was auf 0,1 Grain genau geht. Die kriegt überall rund um 100er, 50, 100 Euro irgendwo in der Gegend. Dann haben wir da die abgeschossenen Hülsen. Ich habe so ein Wiederladebrett, wo ich die Hülsen dann platzieren kann. Dann ein kleines Degerl, da ist ein Wasser drin. Ein Spritzen und ein Block, wo ich das Ganze mitschreiben kann. Schreibt alles Mögliche mit, was bei dem ganzen Lohner macht, weil wenn ihr in zwei Jahren mal nachschauen wollt, was ihr da gemacht habt, das da merkt sich keiner. Ja, wie fangen wir an? Wir haben da jetzt abgeschossene Hülsen, beziehungsweise mit was fangen wir an ins Lohner? Wir haben jetzt da, wie ihr im Hintergrund seht, ein neues Spielzeug und das ist ein Bergara B14 HMR. Die Wilderness und zwar im Kaliber 300 BRC. Das ist ein relativ cooles Kaliber und ich freue mich schon wirklich drauf, das zum Lohnen und das zum Testen auch auf Wild und auch zum Weitschießen. Das wird, glaube ich, richtig cool werden. Wir haben da jetzt aus diesem Patronenlager abgeschossen 300 BRC Horne, die Hüsen und die darf man gerne lohnen. Wie fangen wir an? Es ist noch das Zündhütchen drin, die Hülsen sind noch nicht gewaschen, das ist so, wie sie es ausrepetiert nach dem Schießen. Was wollen wir als erstes wissen, bevor wir irgendwas machen, mag ich immer so, dass ich mir das Hülsenvolumen ausmesse. Das Hülsenvolumen kann ich ausmessen, indem ich die Hülse mit Wasser fülle und dann das Gewicht von der Hülse abziehe, dann habe ich das Hülsenvolumen in Grain oder Gramm, je nachdem wie ihr es wollt, von der abgeschossenen Hülse. Das ist mein Ausgangspunkt. Ich mache es immer so, man kann es natürlich von einer Hülse machen, von 10 Hülsen machen, von 55 Hülsen machen. Ich nehme meistens 3 Hülsen und von den 3 Hülsen das Volumen, nehmen wir den Mittelwert und dann habe ich annähernd genaue Hülsenvolumen von meiner abgeschossenen Hülse. Wie mache ich das? Ich habe diese Waage jetzt genullt und jetzt messen wir die erste Hülse an. Wie man da jetzt sieht, die hat 258,1 Grain und tun wir die Waage nullen. Das heißt, wir haben jetzt unseren Referenzpunkt von 0. Das muss ich aber bei jeder Hülse machen, weil die Hülsen natürlich nicht genau gleich schwarz sind. So, jetzt haben wir die genullt und jetzt wird die mit Wasser angefüllt. Das Wasser schaut, dass das ungefähr Raumtemperatur hat. Das wird aber dann sehen beim Hülsen auffüllen. Umso kühler das Wasser, umso ungenauer, weil das einfach ein bisschen zacher ist. Jetzt machen wir das so, indem wir da mal spritzen, ein bisschen Wasser aufladen. Schau, dass ich so wenig wie möglich Luft drinnen habe, dass ich da keine Luftblasen mit reindrücke. Und dann fülle ich mir die Hülsen einmal an, bis fast nach oben. Lasse ein bisschen am Blatt. Und dann wird das Ganze einmal ein bisschen geklopft, weil da eben das abgeschossene Zündhütchen ist. Die Kanten da unten oder auch in der Schulter, da sammeln sie gern Luftblasen, dass ich die rausbringe, um so genau wie möglich zu sein. Ich klopfe da ein bisschen Gras und dann merke ich gleich, wenn da oben keine Luftblasen mehr kommen, dann kann ich weitermachen. Wie weit fühlt die Hülsen an? Das sieht man ein bisschen da auf der Oberflächenspannung vom Wasser. Wenn sich das spiegelt, beziehungsweise von der Seite von der Hülsen drauf schaut, da darf kein Bach sein und keine Mulde sein, sondern das sollte schon eben sein, dass ich genau das Volumen von der Hülsen habe. Da haben wir jetzt ein bisschen ein Bachel, da kann man dann mit dem Finger auf die Kanten hinhalten, weil da bleibt dann immer ein bisschen Wasser umbicken. Dass ich sage, ich habe genauer die Hülsen eben angefüllt. Und wenn man das jetzt von oben vielleicht ein bisschen filmen kann, das spiegelt sich ein. Das ist wie ein Spiegel, ich sehe keinen Bauch oder irgendwas. So ist jetzt die Hülsen perfekt mit Wasser angefüllt. Und jetzt will ich natürlich wissen, wie viel Wasser habe ich da rein da. Und das kann ich nur messen, indem ich das anwege. Ich habe da jetzt meine Referenz. Und da steht jetzt das Hülsenvolumen von der abgeschossenen Hülse, 97. Das schreiben wir auf. Hülse Nummer 1, 97 Grain H2O. Also Wasser. Das war die erste. Kann man dann ausladen. Nummer 2 stellen wir da jetzt drauf. Und da sieht man, dass die Hülse jetzt um 1,9 Grain schwerer ist wie die andere. Deswegen müssen wir jede Hülse einzeln nullen, weil dann habe ich immer einen anderen Wert und nimmt nie das Richtige. Das heißt, wir dann das jetzt wieder null setzen
und machen das ganze Spiel nochmal. Die Luftblasen kann ich auch mit der Spritze dann ein bisschen wegnehmen, falls da ein paar Hartnäckige dabei sind. Man kann das ein bisschen am Hülsenhals anstreichen, dass sich das überall schön anlegt. Und da lasst euch wirklich Zeit, macht es genauer, weil das ist eins von den wichtigen Sachen von der Berechnung dann. Passt. So, dann wägen wir die wieder. 96,6. Da sieht man gleich, die Hülsen war von Anfang an ein bisschen schwerer wie die andere. Das heißt, da ist ein bisschen mehr Material drin in der Wandstärke, das differiert ein bisschen. Und dadurch, dass die Hülsen schwerer ist und natürlich auch mehr Material, sieht man da jetzt, dass da weniger Wasser reingeht. Sag ich mal, weil eben weniger Volumen dann drinnen ist, wenn da mehr Material ist. Jetzt schauen wir uns die dritte Hülse an. Die ist um 0,7 nochmal schwerer wie die letzte. Jetzt dann wieder null sitzen. Und dann das letzte Mal. Hoppala. Das ist natürlich schlecht. Jetzt ist mir die umgefallen, da biegt der Wasser um. Jetzt habe ich natürlich nicht das Richtige, was ich haben will. Weil das Wasser bringe ich da nicht ganz weg. Die müsst ihr jetzt trickern. Das heißt, ich stelle die da rein, nehme eine neue. Also annähernd gleich mit der letzten. Die war aber auch fast gleich schwer wie die letzte. Da sieht man, dass das dann schon ein bisschen einen Unterschied macht. Ich meine, die Hülsen sind wirklich nicht schlecht. Das sind halt die Hülsen, sind sicher auch nicht die teuersten. Aber umso mehr das Hülsenvolumen natürlich unterschiedlich ist zwischen den Hülsen, umso schlechtere Werte. Das lasst ihr dann weiterleiten auf die V0, die ich dann messe, zum Beispiel, wenn ich ziemlich genau beim Lohner bin. Und wenn die Hülsen alle einen massiven Unterschied haben, dann werde ich da nie was richtig, richtig Gutes zusammenbringen. So, jetzt haben wir das Hülsenvolumen von den drei Hülsen. Jetzt mache ich mir da den Mittelwert mit meinem Taschenrechner. 97, 96,6 und 96,7. Durch 3 haben wir 96,76 ist der Durchschnitt von meinem Hülsenvolumen. Das ist jetzt das Hülsenvolumen mit dem, was ich arbeite. Von meiner abgeschossenen Hülse aus von meinem Patronenlager. Man wird es auch sehen, wenn ihr zum Beispiel zwei verschiedene Gewehr habt, ein Blaser und ein Bergarer zum Beispiel, dass das Hülsenvolumen abgeschossen dann anders sein wird. So, der nächste Schritt. Wie gesagt, wir haben da dreckige Hülsen, so wie es ausrepetiert werden aus dem Gewehr. Jetzt will ich die natürlich bearbeiten. Der erste Schritt in dem, mit dem, was wir da jetzt machen, ist das abgeschossene Zündhütchen drin und das wollen wir jetzt rausgeben. Wie gibt man das raus? Es gibt da kein Geld, also da sind wir unter 30 Euro, eine Matrize, eine Decapping-Matrize heißt es, die hat nur da drinnen einen Ausstoßerstift. Das heißt, die ist nur fürs Entzündern von den Hülsen. Geht bei allen Hülsen, das heißt, die braucht da keine verschiedenen Matrizen für verschiedene Kaliber, sondern die geht für jedes Kaliber, dass ich das Zündhütchen rausbringe. Bei der 300 BRC ist es so, das ist ein Magnum-Kaliber, wie ihr seht, das ist schon halbwegs fast so dick wie mein Darm. Und ich brauche in meiner Matrizen dann den richtigen Hülsenhalter. Hülsenhalter, warum gibt es da verschiedene? Natürlich, die Hülsen sind alle unterschiedlich dick. Magnum, Medium, Small. Und da ist meistens bei den Matrizen sowas dabei. Bei Hornet ist der Hülsenhalter 5, 5 für Magnum und der passt da genau rein. Das heißt, den gebe ich in meine Matrize rein, spanne mir die Decapping-Matrize ein. Bei der Presse ist es relativ geschickt. Ich habe da so eine Zuführung mit so einem kleinen Degel hinten. Das heißt, wenn ich das Zündhütchen ausstoße, fällt das alles in das Degel da rein und nicht irgendwo am Boden oder sonst irgendwo, sondern das fällt mir alles da rein. Wenn ich fertig bin, kann ich das einfach wegschmeißen. Das ist stecke da ganz normal rein, dann merkt man den Widerstand. Jetzt bin ich am Zündhütchen, das Stickerl weiter und die Hülse ist entzündet.
das mache ich jetzt bei den ganzen Hülsen, was ich mache, was ich halt habe oder wie viel ich halt machen will. Da ist so, wenn ich jetzt eine fertige Ladung habe, dann mache ich mir meistens, also bei mir ist so, einmal 50 Hülsen und einmal 100 Hülsen und dann verschiedene mir alle und dann mache ich mir wieder 50 oder 100 oder je nachdem, was ich haben will. Wir haben in dem, was wir da jetzt machen, wir entwickeln ja eine komplett neue Patrone von null weg. Das heißt, ich hätte dann gern mit dem Geschoss, was ich da nehmen will, einmal ein paar zum Probieren, zum Jagern. Deswegen lohnen wir nicht gleich 200, sondern ich will 50 Patronen für Ballistiktum einschießen und dann halt, dass ich ein paar habe, dass ich sage, okay, ich kann da jagern damit und schauen, ob ich damit zufrieden bin. Deswegen machen wir nicht zu viel, weil im Nachhinein zu legen ist dann auch wieder Botschaft. Deswegen will ich einmal 50 Hülsen haben, rein zum Quer einschießen, jagern, fertig. Ich habe da jetzt ca. 80 Hülsen. Warum die 80 Hülsen? Wir messen natürlich die richtige Ladung finden, mit dem mein Quer da jetzt am besten schießt. Deswegen mache ich mir mehr wie die 50, weil ich mache immer anschließend dann, das werdet ihr dann in den nächsten Videos sehen, Ladeleitern. Ladeleitern sind, kann man so verstehen, dass ich sage, okay, ich tue verschiedene Pulvermengen in die Hülsen einfüllen und schaue, mit welchen mein Quer am besten schießt. Aber dazu mehr haben wir in den nächsten Videos. Das heißt, wir dann jetzt einmal alle entzünden und den nächsten Schritt erkläre ich gleich. Wir haben jetzt alle Hülsen entzündet, 75 an der Zahl, und da sieht man, das ist das kleine Deckel, wo die ganzen abgefeuerten Zündhütchen drinnen sind. Das kann ich jetzt wegschmeißen und habe keine am Boden liegen. Dann kommen wir zum nächsten Schritt, so wie eben vorher schon erklärt. Der nächste Vorgang ist, die Hülsen zu glühen. Man sieht da aber relativ viel Werkzeug da hinten, das ist ein normaler Bunsenbrenner. Es gibt natürlich Maschinen, die was das weit genauer machen und auch angepasst an welches Hülsenmaterial, weil es ist jeder Hersteller anders. Das messert eigentlich jede Hülse anders geglüht werden, und da gibt es relativ teure Geräte. Ich war dabei noch nicht so weit, dass ich sage, ich leiste mir das, weil das doch relativ viel Geld ist. Das sind wir irgendwo bei 1700, 1800 Euro und der kostet 25 Euro. Mit einer Dose, und das genügt meines Erachtens auch, weil ich habe auch super Erfahrungen damit gemacht. Und wie genau, warum müssen wir die Hülsen glühen? Wie schon erklärt, die Hülse ist umgeformt und jedes Metall wird durch Umformen härter. Kalt, also Kaltverfestigung heißt das. Und um die Hülse lang, also die Lebensdauer der Hülse zu erhöhen, sollte ich sie glühen. Warum? Was bewirkt das Glühen? Das Glühen bewirkt, dass ich annähernd den Ausgangszustand von dem Material, das heißt den Rolling, oder von einer neuen Hülse, wieder erreiche. Warum? Das heißt, durchs Kaltversässigen wird die Hülse härter und durchs Glühen wird die Hülse wieder weicher. Warum ist das ein Vorteil? Es ist einerseits, ein Harzmaterial reißt oder springt früher, das heißt, die Hülsen werden nach kurz oder lang irgendwo einreißen. Das merkt man dann meistens beim Kalibrieren, dass der Hals aufreißt. Und das möchte ich vermeiden, weil die Hülsen sind relativ teuer und die möchte ich lang da halten. Mir glühen das jetzt wie? Ich habe da die Flamme, die rennt auf Vollgas, und das ist ein bisschen eine Gefühlsangelegenheit, wie lange ich das glühe. Es kommen, wenn ich die Hülse erwärme, zuerst einmal, wo erwärme ich die Hülse? Ich darf jetzt nicht die ganze Hülse, weil ich sage, okay, ich habe dieses Material, das braucht so und so viel Grad, ich stelle das jetzt in den Ofen, die ganze Hülse, und wärme die auf, und dann passt es. So ist es nicht, wir wollen nur den Hülsenhals und die Schulter glühen. Das heißt, bis ungefähr daher will ich die Hülse glühen. Das heißt, ich darf es auch nicht weiter ins Feuer einstecken, und als wie kurz nach der Schulter. Weil eben das am meisten umgeformt wird, und dort will ich die Kaltverfestigung entfernen. Wie das Ganze ist, ich habe die Hülse in der Hand und drehe die durchs Feuer, schon sehr, also kontinuierlich, und es kommen dann beim Erhitzen Anlassfarben.
Das heißt, das ist mehr oder weniger, wie man eine Scheibe anrennt. Schaut das dann aus und dann passt es annähernd. Natürlich nicht genau. Es gibt, um das genau zu machen, mit dem Bunsenbrenner gibt es so Wärmepasten, die was eben dann die Farbe verändern bei der bestimmten Temperatur, die was ich brauche. Aber da muss ich zuerst einmal wissen, was das für ein Material ist und wie viel das braucht. Aber wie gesagt, für mich nicht essentiell, weil ich habe super Vorhänge gehabt bei der 22-50 zum Beispiel. Die habe jetzt dieselben Hülsen das 12. Mal gelohnt und sind noch immer super und sind wenige dabei, die was reißen. Also von 500 habe ich vielleicht 3 oder 4 gehabt. Also ich glaube, so schlecht ist das nicht, was ich da mache. So, wie machen wir das? Da werden wir jetzt ein bisschen genauer zubefüllen, dass man das vielleicht sieht mit den Anlassfarben. Was noch wichtig ist, ich habe es am Anfang auch nicht gewusst, muss ich nach dem Glühen die Hülse anschrecken oder nicht anschrecken. Es ist bei dem Material, aus was die Hülsen hergestellt sind, egal. Ich kann es anschrecken, ich muss nicht anschrecken, ich kann es auch langsam auskühlen lassen. Es hat denselben Effekt und es kommt auf nichts anderes außer. Das heißt, ich habe da so ein eisernes Sieb. Das stecken wir meistens da rein. Dann steckt es da halte ich die heißen Hülsen rein, weil natürlich durchs Erwärmen wird die Hülse auch hinten irgendwo mal ein bisschen warm. Ich spüre das leider nicht so, weil ich viel mit Hitze zu tun habe und schon ein bisschen Hornhaut habe, aber das wird relativ schnell heiß nach hinten. Das heißt, wenn ich die Hülse fertig geglüht habe, schmeiße ich es da rein, bis ich alle fertig habe. Lange Rede, kurzer Sinn, gehen wir so. Das schaut so aus. Das ist jetzt was der Bunsenbrenner hergibt. Das sind relativ große Hülsen, das heißt, ich brauche, dass das schnell geht, viel Hitze, deswegen ist der Vollgasauftrag. Und man sieht jetzt da in der Mitte die blaue Flamme und außen auch eine kleine. Das heißt, ich will jetzt die Hülse, gerade ist ein bisschen so rum, nur bis zur Schulter glühen. Ein bisschen nach der Schulter. Und wie man jetzt sieht, jetzt sind die Anlassfarben und das ist leicht angerannt und ich bin fertig. Fertig, jetzt haben wir die schönen Farben. So wie man auch, wenn man zum Beispiel Laporhülsen kauft, so schauen die aus. Und ja, wenn man jetzt da viele Hülsen macht, zum Beispiel da 75, dann schaue ich mir die Hülsen an, wann ich das erreiche, dass die anläuft. Und ich zähle mit, dass ich ungefähr jede Hülsen genau gleich habe. Also ganz genau geht es natürlich nicht. Aber ich zähle mit zum Beispiel einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünf. Jetzt ist die fertig. Und das mache ich jetzt bei allen Hülsen gleich. Muss ich natürlich schauen, dass die Flamme auch immer gleich ist. Wenn es zum Beispiel draußen kalt ist, wird das Gas irgendwann kalter drinnen und die Leistung lässt nach. Da muss ich wieder schauen, bis ich die Farben habe. Es ist ein bisschen eine Gefühlsgeschichte, aber wenn ich einmal 2000 Hülsen gemacht habe, dann habt ihr es drin. Wir sind jetzt fertig mit Glühen von den Hülsen. Wie man da jetzt sieht, ich habe da zum Vergleich Originalherstellerhülsen her, also neue Hülsen, so wie man es kauft, hergestellt. Und die, was wir jetzt geglüht haben, also wir kommen da, wie man sieht, wir sind ein bisschen unter der Schulter, genauso wie wir es haben wollen, aber es beim Hersteller ist. Und ich glaube, das haben wir relativ gut hingebracht. Der nächste Schritt ist jetzt da, wir sind jetzt einmal für den ersten kleinen Schritt da fertig. Jetzt werden die Hülsen gewaschen, um dann später die Hülsen zum Kalibrieren, zum Längen, was auch immer, das werdet ihr dann eh sehen. Wir sind jetzt bei meinem Gerät, mit dem, was ich die Hülsen wasche. Da gibt es natürlich viele verschiedene Varianten, wie ich Hülsen waschen kann. Es gibt Tumbler, es gibt Nose-Tumbler, es gibt Ultraschallreinigungsgeräte. Ja. Ich habe am Anfang, so wie ich es schon im Vorhinein gesagt habe, bei dem Starter-Set war ein Tumbler dabei mit Mais, also mit so Mais, von Maiskörner die Schale, die was in den Tumbler reingeschmissen habe und dann die Hülsen putzt haben. Die sind dann immer so schleierhaft geworden, innen nicht super sauber, so wie man das halt vorstellt. Und ja, dann habe ich ein paar Sachen probiert und bin im Endeffekt bei dem Gerät gelandet. Das ist das LEM Exclusive. Da gibt es 3 verschiedene Varianten. Das ist eben die größte Variante. Dort auch die Netzsporen. Also wandern nehmt euch auch den Exclusive. Warum? Ich kann die Motorleistung einstellen, je nachdem wie viele Hülsen ich waschen will. Und er hat verschiedene Modusse, von langsam bis schnell oder für ganz dreckige Hülsen. Und ich kann da auch relativ viele Hülsen waschen. Also die 75 Stück von der 300 BRC sind überhaupt kein Problem. Und ich kann es dann kurz zum Vergleich herzeigen. Wir haben da jetzt die dreckige Hülsen, so wie es rauskommt, natürlich ist es geglüht, aber so schaut die aus nach dem Abschießen. Und zum Vergleich,
so kommen die Hülsen dann raus. Und wenn ich schon Patronen selber lade, dann sollen die auch schön sein. Und mit dem Gerät habe ich das am besten hingebracht. Und das mit dem Magnetstift, mit dem Rührwerk, das haut wirklich super hin und ist auch relativ schnell. Beim Tumbler habe ich die Hülsen oft 6-7 Stunden drin gehabt und die waren noch immer nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Deswegen sind mein Tipp an euch, wenn ihr euch was Gescheites zulegen wollt, dann kauft euch das Gerät. Und was auch ein ganz wichtiger Faktor ist, ich habe da natürlich ein Waschmittel drin. Da kann ich ein normales Geschirrspülmittel nehmen oder es gibt viele Hersteller, die was jetzt so ein Waschmittel herstellen, verhorne die RCBS, Leimen, ganz verschiedene Sachen. Aber dass die Hülsen wirklich so schön werden wie das, oder? Habe ich nur mit einem Mittel zusammengebracht. Und das ist das Hornady One-Shot, heißt das. Das ist so ein 3-Liter-Kanister. Das ist zwar nicht das Billigste, aber die Hülsen werden wirklich super. Ich muss auch im Vorhinein nicht die Zündglocke irgendwie reinigen mit so einem Fräser oder sonst irgendwas. Ich schmeiße die so rein, wie ich es habe, und die kommen wunderhübsch raus. Und das ist das Ergebnis, was ich vorstelle. Und das zeige ich euch jetzt, was man da aufpassen muss mit Wasser, wie viel Menge, wie viel Mittel, was man da reingeben müssen. Da schaut es mir da jetzt kurz zu. Da oben ist eben ein Kübel auf dem Gerät, da ist ein Elektromotor drin, da ist eine Plexiglasplatte um, die was eben einen Abstand zwischen dem Magnete, was halt am Motor dran und dem Kübel ist, da ist die Plexiglasplatte um. Vielleicht wundert euch, warum da so Panzerbandelstrafen umbiegen. Das ist der Grund, wenn ich viel Hülsen in den Kübel reingebe und das da drauf stelle und das dreht, dann verrutscht mir oft ein bisschen der Kübel. Und das mag ich auch nicht, jetzt habe ich, wenn man die da aufbiegt, und dann hält das relativ gut. Jetzt sind da drin, wie ihr seht, so Edelstahlstifte, die gibt es von 3 mm bis 6 mm, glaube ich, wenn man nicht alles täuscht. Ich habe das ein bisschen gemischt. Ich habe da drinnen 3 mm, eben für kleinere Hülsen mit einem 22er Durchmesser, zum Beispiel 22-50. Wenn ich da 6 mm Stift habe, wird die Hülsen innen nicht hundertprozentig rein, weil die Stifte teilweise nicht so gut reinkommen. Deswegen habe ich da 3 mm, 4 mm und 5 mm gewischt. Gibt es nicht zu viel rein, also das ist gerade jetzt ein bisschen mehr wie ein Handvoll. Es ist ein bisschen mehr, als was der Hersteller hergibt, aber so habe ich die besten Ergebnisse gehabt. Und die Stifte reinigen mir die Hülsen. Ich stelle das da drauf. Da habe ich jetzt eben meine Hülsen, die was ich waschen will. Die schmeiße ich da rein. Und was wir jetzt noch brauchen, ist Wasser und das Waschmittel. Das Waschmittel ist ein bisschen eine Gefühlsgeschichte, wie viel man da reingibt. Ich habe mir das einmal angemessen, das sind irgendwo um die 40 Milliliter, genau. Ich gebe mir mal lieber ein bisschen mehr rein, das merkt man dann beim Waschen. Wenn sich da drinnen ein Schaum bildet und ich sehe gar keine Flüssigkeit mehr, dann ist es perfekt, dann werden die Hülsen auch super schön. Wenn ich da oben so eine Schaumschicht habe und unten ist Wassersicht, da weil sich die Hülsen drehen, habe ich ein bisschen Zwangwaschmittel. Dann werden sie teilweise beim ersten Mal waschen und beim zweiten Mal waschen nicht so super schön, wie ich mir das vorstelle. Und Wasser geben wir so viel dazu, dass die Hülsen gerade bedeckt sind. So, jetzt haben wir alle Hülsen ungefähr unter Wasser, nicht mehr, weil das geht natürlich wieder auf die Motorleistung, dass das Wasser auch da draht. Ja, das war es in Wahrheit. Jetzt gehen wir den Deckel drauf, dass das nirgendwo hinspritzt. Und dann habe ich da meinen Modus zum Einstellen. Das ist ein kleiner roter Bereich. Der rote Bereich ist für ganz dreckige Hülsen. Teilweise auch, wenn man es vom Schierstand zusammenklappt oder so. Die sind oft im Gatsch oder in irgendwelche Kieben drin. Die schauen relativ schlecht aus. Da würde ich euch empfehlen, den roten Bereich zu wählen. Weil da am längsten wascht und am intensivsten. Das heißt für ganz dreckige Hülsen. Wenn ich sage, okay, das zweite Mal waschen, ist ja die Hülse nicht so dreckig wie am Anfang, kann ich auch langsam einen Modus nehmen. Deswegen eben das Gerät, weil man die Drehzahl einstellen kann. Da ist, wo ich jetzt das erste Mal die Hülsen. Das heißt, wir nehmen den Modus für ganz dreckige Hülsen und dann gibt es auf der Seite einen Kippschalter und das rennt dann 45 Minuten. Und nach den 45 Minuten hoffen wir, dass die Hülsen so ausschauen. So, weiter im Prozess. Wir haben jetzt die Hülsen gewaschen. Also das erste Mal gewaschen. Wie man da jetzt sehen kann, ich habe da jetzt eine Originalpatrone und die von mir gewaschenen Patronen, die sind sogar ein bisschen schöner wie die neuen, wenn man das erkennen kann. Und jetzt machen wir weiter. Wie machen wir weiter? Wie ich schon vorher erklärt habe, wir haben
unseren Prozess, der was natürlich bei allen Hülsen gleich ist. Und der nächste Prozess bei uns jetzt ist, die Hülsen zu kalibrieren. Was heißt kalibrieren? Die Hülsen werden kalibriert, weil sie eben durch Schießen ist die Hülse aufgeblasen, so repetiere ich die raus und die muss wieder auf das Patronenlager, das muss wieder passen und das wird wieder zurückgedrückt. Nennt sich kalibrieren. Es gibt eben ein paar verschiedene Varianten zum Kalibrieren, das habe ich auch schon kurz angeschnitten. Es gibt einerseits einmal Vollkalibrieren, das heißt, es wird von ganz oben bis ganz unten, da wo meine Finger jetzt sind, die Hülse komplett kalibriert, inklusive Schulter, Hals und eben die ganze Hülse bis nach unten. Das ist Vollkalibrieren. Dann gibt es Halskalibrieren, wo eben nur der Hülsenhals oben kalibriert wird und die Hülse unten bleibt gleich. Mache ich jetzt eben nicht, weil ich schnell repetieren will. Ich will ausschließen, dass man die Hülse im Patronenlager irgendwann, wenn ein bisschen ein Trick drinnen ist, dort stecken bleibt beim Repetieren oder dass ich irgendwelche Hemmungen habe. Deswegen wird das vollkalibriert. Und was es noch gibt, ist eben Hals und Schulter kalibrieren. Das sind die drei Varianten. Das heißt, es wird dann nicht nur der Hals, wie beim Hals kalibrieren, sondern auch die Schulter zurückgedrückt. Wie gesagt, bei unserem Prozess, da jetzt für die 300 PRC, tue ich die Hülsen voll kalibrieren. Was brauche ich dazu? Alles, was ich dazu brauche, jetzt zum Hülsen kalibrieren, steht da bei mir am Tisch. Ich fange mal an, wir brauchen eine Kalibriermatrize. Das ist die Hornady Match Grade Vollkalibriermatrize. Es gibt auch die Custom Grade zum Beispiel von Hornady, die ist ein bisschen günstiger. Aber da kann ich mir meine Bushings, die was da drinnen sind, selber aussuchen. Was ich bei der anderen nicht habe, genügt in Wahrheit aber die andere auch für Sachen, die was jeder Jäger, sag ich mal, braucht. Aber ich habe da jetzt eben die Match Grade Vollkalibriermatrize. Da ist ein kleiner Unterschied zu den anderen Matrizensets. Da ist kein Bushing dabei. Was ist ein Bushing? Das Bushing, was da drinnen ist, druckt mir den Hülsenhals auf einen bestimmten Durchmesser zurück und dann habe ich da den Aufweiter mit der Bewegung nach unten. Also zuerst wird die Hülse in die Matrize gedrückt und der Hülsenhals und die ganze Hülse wird zusammengedrückt und bei der Abwärtsbewegung von der Hülse habe ich den Innenaufweiter, der was mir das wieder aufweitet auf den Durchmesser, was ich haben will. Ist bei den meisten Matrizensets, wo ich Vollkalibriermatrizen habe, ist das schon fix eingebaut, da kann ich auch nichts wechseln. Bei der kann ich das eben tauschen, um das ein bisschen genauer zu machen. Beziehungsweise genau auf meine Hülsen anpassen, weil es ist von Hülse zu Hülse verschieden. Je nachdem, wie dick das Material von der Hülse ist, brauche ich ein anderes Bushing. Nur ganz kurz, das ist natürlich beim Kaufen da jetzt bei dem Matrizensatz, den was du siehst, nicht dabei. Das muss ich extra kaufen. Wie weiß ich aber, welchen ich kaufen muss? Das erkläre ich ganz kurz. Und zwar, wir haben einen Durchmesser auf dem Bushing angegeben, nachdem ich den kaufe. Wie berechne ich den Durchmesser, dass ich weiß, welcher Bushing genau für meine Hülse da passt? Ich habe da eine kleine Liste zusammengestellt, also eine Liste, eine kleine Berechnung, wie ich das Bushing berechne. Ich stelle es daher und erkläre euch das. Wir brauchen einmal ein paar Faktoren, um das Bushing berechnen zu können. Natürlich den Geschossdurchmesser, so wie da jetzt, Kaliber 300 PRC, ist der Geschossdurchmesser 308. Warum ist das jetzt da alles in Inch? Weil bei Hornady, das ist ein amerikanischer Hersteller, die arbeiten mit Inch. Ich arbeite normalerweise immer mit Millimeter. Aber um das Bushing zu bestellen, brauche ich natürlich die Inch. Jetzt rechnen wir das da auch in Inch, also in Zoll. Der Außendurchmesser von meinem Geschoss sind 308. Das kann man mit der Schublade nachmessen. Das ist einmal einer der Ausgangspunkte. Wir haben dann die Wandstärke der Hülse. Die kann ich entweder, also die Wandstärke der Hülse, welche Wandstärke brauche ich? Die Wandstärke am Hals. Den kann ich messen, entweder mit einem Mikrometer, da gibt es eigene Mikrometer-Messschrauben, wo ich sage, okay, ich kann die Hülsenwandstärke da am Hals messen. Ich mache es mit der Schublehre. Ich habe da eine ziemlich genaue Schiebelehre, mit der ich auch wirklich eine Freude habe. Das ist ein Mitutuyo. Mitutuyo heißt es. Und wenn ich da jetzt messe, komme ich auf eine Wandstärke, messe an ein paar Stellen und schaue, ob das gleich ist, von 0,015 Inch. Das habe ich da aufgeschrieben. Das ist einmal das Zweite, was ich brauche. Das kann natürlich, das ist jetzt eine Hornady-Hülse, das kann zu einer Nosler-Hülse anders sein, zu einer Lapua-Hülse, deswegen muss ich das wissen. Und deswegen kann man das auch ausmessen. Das sind bei mir 0,015 Zoll. Da steht Spannung Hülsenhals. Was heißt das? Wir haben da in Wahrheit zwischen Hülse und Geschoss eine Passung. Eine Presspassung, sage ich mal.
Und ich muss den Hülsenhals um eine Nuance weiter zusammendrücken, als wie das Geschoss dick ist, dass das natürlich da drinnen zwickt. Und das sollte auch nicht zu wenig zwicken und auch nicht zu viel. Und dann habe ich einen Murzen Setzwiderstand beim Geschoss dann reindrücken und das will ich auch nicht haben. Von was geht man da aus? Da gibt es einen Richtwert von 0,003 Inch, was ich Spannung an der Hülse haben will. Also zwischen Hülse und Geschoss. Das heißt, ich drücke den Hülsenhals um 0,003 Inch weiter zusammen, als wird der Außendurchmesser von meinem Geschoss. Eine Sache muss ich noch beachten. Und zwar bei jeder Materialumformung hat das Material eine bestimmte Federwirkung. Also das heißt, man kann sich das so vorstellen, wenn man jetzt ein Blech biegt und man lässt das aus, geht das immer ein bisschen zurück. Das heißt, das bleibt nicht, wenn ich das jetzt auf 45 Grad biege, geht das um 1-2 Grad retour. Weil das einfach vom Material so gegeben ist, dass es ein bisschen zurückspringt. Das muss ich beim Berechnen vom Bushing auch beachten. Und da geht man von einem Richtwert aus von 0,01 Inch, wo das Material wieder zurückspringt. Gut, dann habe ich eigentlich alle Faktoren und alle Werte, dass ich mein Bushing berechnen kann. Wie berechne ich das ganze Bushing? Das habe ich euch da aufgezeichnet, die Berechnung. Das rennt so, das heißt, ich habe die Materialstärke gemessen. Diese rechne ich mal 2, weil ich natürlich auf jeder Seite eine Materialstärke habe bei dem Durchmesser, links und rechts, deswegen mal 2. Das heißt, wir haben 0,03. Das rechne ich zu meinem Geschossdurchmesser dazu, das heißt 308 plus die 0,03. Sind wir bei 0,338. Und da muss ich jetzt meine Spannung, also die, was ich euch vorher erklärt habe, dass ich das ein bisschen weiter zusammendrücke, dass das gut spannend abziehen und den Materialschwund auch noch abziehen, also das, was das zurückspringt. Komme ich dann gesamt, also 0,338 minus 0,003 minus 0,001 ergibt 0,334 Inch. Und das ist die Größe von meinem Bushing, was ich brauche. Das war jetzt ein kurzer Ausschwenk zu eben dieser Matrize, die ist ein bisschen spezielle, das ist auch die einzige, was ich habe. Die Match Grade, sonst habe ich auch noch die Custom Grade, wo eben das Bushing schon fix verbaut ist. Funktioniert auch, aber wenn ihr mal sowas habt, da habt ihr die Berechnung dazu. So, das war es jetzt zur Matrize. Ich kann das Ganze mit dem Bushing jetzt zusammenbauen. Da gibt es natürlich eine Einbaurichtung. Da ist eine kleine Kerbe am Bushing oben, das muss oben sein. So kann ich das zusammenbauen. Falsche Seiten. So, sind wir fertig. Ich muss natürlich, um die Patrone in die Matrize, also in die Wiederladepresse einspannen zu können, brauche ich den richtigen Hülsenhalter. Hülsenhalter heißt, der haltet mir die Hülse auf meinem Stempel, wo eben die Auf- und Abbewegung ist. In dem Sinn, wir haben ein Magnum-Kaliber, 300 PAC, brauche ich bei der Hornady zum Beispiel, den Hülsenhalter Nummer 5. Den kauft man meistens mit der Matrize dazu, je nachdem, was man für Hülse natürlich hat, dass das genau passt, weil der ist wichtig, dass der passt, weil wenn der zu klein ist oder zu groß ist, dann schlumpert die Hülse da und die wird nicht richtig gerade in die Matrize eingedruckt. Und natürlich auch beim Geschoss setzen habe ich dann Probleme im Nachhinein, wenn der Hülsenhalter nicht passt, ganz genau so auf diese Hülse abgestimmt. Was brauche ich noch? Ich brauche natürlich meine Hülsen, ich habe da so geschickte Ladebretter, wo ich die Hülsen einspannen kann oder wo die Hülsen drinstehen, dass ich da keinen Kuddelmuddel beieinander habe. Und wenn ich die Hülse in die Matrize drücke, muss ich das natürlich schmieren. Gut schmieren und nicht zu wenig, nicht zu viel, zeige ich dann, wie viel genau. Da habe ich da so ein Fettkissen, da gebe ich ein bisschen Fett drauf, verreibt ist und nachher brauche ich die Hülse nur drüber rollen und dann ist es richtig gefettet. Ein kleines Thema habe ich noch. Ich habe natürlich innen, die Hülse wird zuerst in die Matrize reingedrückt, dann ist die ganze Hülse kalibriert. Und beim Runtergeben, wie ich vorher schon gesagt habe, wird das aufgeweitet auf den richtigen Durchmesser, was ich haben will. Wie schmiere ich das innen? Geht natürlich mit dem Fettkissen nicht. Da gibt es eine kleine Abhilfe, und zwar Graphit, wie man kennt vom Bleistift. Wenn man Türscharnieren bemalt, dann ist das auch gut geschmiert. Ich habe da so einen kleinen Degel mit Glasperlen drinnen. Die Glasperlen, auf denen haftet das Graphit. Ich habe da ein Graphitpulver. Das kriegt man überall. Das ist normales Graphitpulver. Eben in den Behälter, da, wo die Glasperlen drin sind, wird das reingestreut und nachher haftet das auf den Glasperlen. Und dann kann ich die Hülse da eintunken.
und dann sieht man, dass da das Graphit haftet. Dass er natürlich in die Matrize selber nicht Murz verträgt, nehmen wir dann Fetzen, wische das außen an, weil außen habe ich es ja geschmiert, eben mit meinem Fettkissen. Und wie man innen sehen kann, glitzert da das Graphit. Das heißt, der Innenausweiter ist dadurch auch geschmiert. So viel zur Schmierung. Jetzt nur ganz kurz, wie man in der Ladepresse die Matrize richtig einbaut, dass man sagt, man kann da richtig arbeiten. Wie wird die Matrize richtig eingebaut? Wie gesagt, ich habe da meine Hornady Iron Press mit dem Lock and Load Adapter, das sind so Bajonettverschlüsse, den habe ich dort schon eingeschraubt, also eingedreht. Und jetzt muss ich wissen, wie weit wird die Matrize da in die Presse reingeschraubt. Das ist ganz einfach. Ich habe meinen Hülsenhalter, der kommt in die Presse rein. Und jetzt wird der Stempel ganz nach oben gebracht und dann die Matrize so lange eingeschraubt, bis ich auf dem Hülsenhalter anstehe. So, jetzt haben wir den Punkt erreicht und jetzt kann ich die Sicherungsmutter da einschrauben, kann das Ganze kontern, dass man eben das nicht in irgendeiner Richtung wandert. Und in Wahrheit können wir jetzt die Hülsen kalibrieren. Jetzt merkt man, wenn man den Stempel aufhebt, das ist ein kleiner Widerstand. Das heißt, es wird ein bisschen an die Matrize herangepresst und so passt das Ganze. Und jetzt fangen wir an mit den Hülsen zum Kalibrieren. Wir fangen jetzt an mit dem Kalibrieren. Wie vorher schon gezeigt, wir messen die Hülsen fetten. Eben da mit dem Fettkissen. Es gibt natürlich verschiedene Öle, Fette, Pasten, wie ich die Hülsen schmieren kann. Ich habe da das Hornady Case Sizing Loop. Warum? Das ist eher dünnes Fett, weil bei manchen Kaliber ist gerade das Kalibrieren ein bisschen schwierig oder ein bisschen umständlicher wie bei anderen Kalibern, wie zum Beispiel 270. Das ist super zum Kalibrieren. Aber Hülsen mit großen Schultern oder steilen Schultern habe ich oft das Thema, dass ich oft gleich zu viel Fett verwende. Und dann schaut die aus wie ein Ziehharmoniker, weil natürlich das Fett nicht entweichen kann. Und deswegen bin ich bei dem Fett da gelandet, weil das relativ dünn ist und sich das schön an die ganze Patrone da anschmiegt und auch ausweichen kann, dass ich da eben die Hülse nicht unnötig irgendwo eindrücke oder im schlimmsten Fall auch kaputt mache. Wie schaut das Ganze aus? Ich habe da mein Fettkissen. Da wird ein bisschen was von dem Öl da aufgebracht. Das wird mit dem Finger verrieben, dass das schön dem Fett ganz überall verteilt ist in dem Kissen. Das ist einmal der erste Schritt und da, wie vorher schon erklärt, um innen zu schmieren, die Glasperlen mit dem Graphitpulver. Das schaut dann so aus. Ich tue zuerst innen schmieren. Dann bin ich innen und dann rolle ich das so drüber. Und das sieht man dann, da kriegt man mit der Zeit ein bisschen ein Gefühl, wie fest man da aufdrückt, wie man das drüber rollt, dass dann halt zu viel Fett oben ist. Da sieht man jetzt einen leichten Schimmer von dem ganzen Fett. Und jetzt sind wir fertig, um das in die Vollkalibriermatrize reinzudrücken. Das Ganze schaut so aus, man spürt auch beim ganzen Prozess, was da jetzt passiert. Und zwar, es wird die Hülse da jetzt in die Matrize eingeschoben. Und da spürt man jetzt über die ganze Länge, dass die ganze Hülse zusammengedrückt wird und jetzt bin ich am oberen Totpunkt und jetzt gehen wir wieder nach unten. Und dann steht man da an. Warum steht man da an? Wenn wir jetzt da beim Innenaufweiter sind, was die ganze Hülse wieder auf den Durchmesser, was ich brauche, aufweitet. Und jetzt sind wir mit der ersten Hülse im Kalibrieren fertig. Man sieht dann auch, eben bei den abgeschossenen Hülsen, wenn man die kalibriert, überall die Spuren, so leichte, sag ich mal, ja, Kratzer, wo überall kalibriert worden ist. Es ist meistens da unten, gerade zum Hülsenboden hin, so ein kleiner Wulst, sage ich mal. Das ist bei ganz, ganz vielen Patronen, der wird wieder zurückgedrückt. Und eben beim Hals sieht man die ganzen Spuren vom Kalibrieren. Und den kalibrierte Hülse stellen wir jetzt in ein eigenes Ladebrett, dass ich eben die kalibrierten von den nicht kalibrierten nicht verwechseln kann. Und das machen wir jetzt bei den ganzen 75 Hülsen.
Wir sind jetzt im letzten Schritt von der Hülsenbearbeitung angekommen und der wäre, die Hülsen abzulängen. Ich habe das schon mal kurz angerissen, warum muss ich Hülsen ablängen? Durch das Verschießen der Munition kommt es da natürlich zu enormen Materialverschiebungen in der Hülsen selber. Und wenn man sich so Hülsen ein bisschen genauer anschaut, da drinnen verbrennt das Pulver und da ist eine Schulter, also so ein kleiner Widerstand. Und das wird alles nach vorne ein bisschen gezogen und das werdet ihr sehen, wenn ihr das abgeschossene Hülsen abmesst. Die sind sicher oft nicht viel, oft mehr, oft weniger, kommt von Kaliber zu Kaliber, kann das variieren, werden die Hülsen länger sein. Und ich muss mir dann bestimmte Richtlinien halten, dass die Hülse nicht zu lang ist. Was kann passieren, wenn die Hülse zu lang ist? Ich habe da im Patronenlager, also ich habe ein vorgegebenes Patronenlager in meiner Waffe und da ist natürlich auch eine Maximallänge durch das Patronenlager vorgegeben. Wenn ich jetzt die Hülse immer nur verschieße und die Hülse wird immer länger und länger und länger, kann sein, dass eben sich die Hülse irgendwann, dass die zu lang ist und im Patronenlager zwickt, weil eben das nach vorne nicht mehr aus kann. Ja, wir machen in dem Schritt jetzt die Hülsen wieder kürzer. Die Hülsen von der 300 PRC sind einmal abgeschossen und sind jetzt kalibriert. Also natürlich vorher entzündet, gewaschen, das was ihr vorher schon gesehen habt. Und jetzt habe ich mal ein paar Hülsen durchgemessen und geschaut, was habe ich da eigentlich für eine Ausgangslänge, mit der ich, was ich jetzt arbeiten kann. Ich bin fast drauf gekommen und zwar die Hülsen variieren doch sehr, weil sie ob Werk jetzt doch nicht doch immer ganz genau gleich lang sind und auch durchs Abschießen da sich das verändert hat. Wir haben da eine bestimmte Vorgabe, was die Hülse an Länge haben darf. Und das ist das ZIP-Maß, also CIP. Da habe ich eine Länge vorgegeben, eben durch die ganzen Daten von der Patrone. Die sieht man da auf meinem Laptop jetzt. Ich habe das Gordon Reloading Tool da offen. Das habe ich schon mal kurz angerissen. Das ist mein Berechnungsprogramm zum Entwickeln von meinen Patronen. Und da habe ich Hülsendaten vorgegeben. Und da ist auch die L3 vorgegeben. Die L3 ist die Hülsenlänge. Haben wir da jetzt laut CIP 65,53 mm. Sollte die Hülse lang sein. Ich habe jetzt da bei meinen abgefeuerten Hülsen und kalibrierten Hülsen eine Länge zwischen 65,58 und die kürzesten waren so 65,46, 45 und manche auch 42. Und ja, natürlich, um genaue Munition herzustellen, will meine Hülsen alle gleich lang haben. Aus welchem Grund? Ich will einfach potenzielle Fehlerquellen ausschließen. Was hat das dann, wenn jetzt eine Hülse länger ist oder kürzer ist? Wenn die Hülse jetzt länger ist, wird das Geschoss natürlich länger geführt. Hat eine längere Führung in der ganzen Hülse. Und wenn die Hülse kürzer ist, natürlich ist das Ganze kürzer. Was lässt sich darauf schließen? Wenn mehr Material das Geschoss spannt, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, habe ich natürlich einen anderen Auszugswiderstand. Bei kürzeren Hülsen ist der Auszugswiderstand ein bisschen weniger. Und um diese Fehlerquelle zu beheben, mache ich alle Hülsen gleich lang. Dass ich eben denselben Ausgang bei jeder Patrone habe, eben, dass nichts passieren kann. Wie mache ich das Ganze? Ich habe im ersten Teil von unserer Wiederladeserie da mein ganzes Equipment ein bisschen vorgestellt. Und da habe ich das Wilsengerät zum Hülsenablängen vorgestellt. Es wird euch wundern, da steht jetzt auch anders. Aus dem einfachen Grund, ich habe das auch kurz gesagt, es gibt für jede Hülse eigene Adapter für das Wilsengerät, dass ich das ablängen kann. Und ich habe ganz einfach den Adapter nicht. Den habe ich noch nicht gekriegt. Das war eben ein kleines Manko, was ich auch vorgestellt habe, dass das nicht alles immer so zu bekommen ist, wie man es glaubt. Und ich habe jetzt aber den Adapter nicht. Das sollte noch kommen. Aber jetzt mache ich das mit einem anderen Gerät. Das ist das Hornady. Gerät zum Hülsenablängen, da habe ich genauso meinen Hülsenadapter, genau denselben, was ich in der Wiederladepresse verwende, also den Hülsenhalter und eine Kurbel mit einem Fräser, wo eben die Hülse abgelenkt wird und wie man vielleicht in der Kamera erkennen kann, die wackelt da vorne. Da ist vor dem Fräser so ein Führungsdorn, der was man die Hülse zentriert, dass eben das super genau und auch nicht unterschiedlich lang, wenn die Hülse jetzt schief eingespannt ist, abgelenkt wird. Wie gesagt, wir nehmen da jetzt das Gerät, weil ich den Adapter noch nicht habe. Und
Vorher habe ich noch kurz gesagt, dass die Hülsen relativ unterschiedlich lang sind. Von ungefähr 65,42 das Minimum bis 65,57. Das ist ja doch ein relativ großer Sprung und den will ich nicht haben. Ich habe jetzt eine Hülsenlänge für mich selbst gewählt von 65,40. So, auf diese Länge machen wir jetzt meine ganzen Hülsen. Ich bin ein bisschen kürzer als das CIP-Maß. Ist aber in dem Fall nicht viel. Es sind ja, 0,13 mm. Das macht es gerade jetzt nicht fett. Aber das ist die Länge, wo ich sage, okay, ich kann von jeder Hülse ein bisschen Material entfernen, dass eben die, ich will nicht sagen Unwucht, aber dass das, es sind auch die Hülsen unterschiedlich in der, also wie sie sie längen. Also es, die wird jetzt nicht ganz genau rund um den ganzen Durchmesser gleich lang, sondern es, ist ein bisschen, es variiert ein bisschen. Auf der einen Seite gibt das Material ein bisschen mehr nach, auf der anderen Seite gibt es weniger nach und dann werden die Hülsen ein bisschen schief davon. Und das will ich natürlich wegbringen und will die Hülsen gerade machen, dass ich auch dann in weiterer Folge beim Geschoss setzen einen super Ausgangspunkt habe. Allein wenn ich das Geschoss so ansetze, dass das da gerade sitzt und nachher kann ich das super setzen und eben habe ich noch eine Fehlerquelle, was mir da passieren kann, mehr ausgeschlossen. Wie mache ich das Ganze? Dass ich sage, okay, ich stelle meine Länge ein. Das ist bei dem Gerät jetzt nicht so schwer. Und zwar, ich kann mir diese Pinole da verschieben und die stellen wir mal auf eine Länge ein, dass ich die Pinole da fixiere. Und da hinten habe ich die Möglichkeit, den Fräser zu verstellen, wie weit der nach innen oder außen geht. Ich habe mir das jetzt auf das Maß eingestellt, auf die 65,40. Und jetzt da machen wir alle Hülsen kürzer. Und im selben Schritt entgraten wir nachher. Natürlich durchs Fräsen vor dem Hülsenhals entsteht oben ein Grat, der was links und also außen und innen sich ein bisschen aufbörtelt, den will ich natürlich nicht haben, weil wenn ich dann das Geschoss setze und ich drücke den Grat mit nach unten, dann habe ich da manche Stellen, wo vielleicht ein bisschen Material zwischen Geschoss und Hülsenhals zwickt. Das will ich natürlich nicht haben, deswegen wird das entgratet. Ist auch fürs Geschoss setzen um einiges besser, weil das ein bisschen besser reinflutscht. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Wir haben da unsere fertig kalibrierten Hülsen. Und jetzt legen wir mal ein paar ab, wie das Ganze da funktioniert. Die Hülse wird geklemmt über so einen Hebel mit dem Hülsenhalter eben und vorne über die Pinole geführt. Und nachher wird durch den Fräser, durch die Kurbelbewegung Material abgenommen. Das kann man unschwer erkennen, dass da Späne fallen. Und das mache ich so lange, das hört man richtig, dass der Material abnimmt. Und nachher spürt man beim Kurbeln, okay, da ist kein Widerstand mehr, ich bin jetzt fertig mit dem Ablängen. Dann kann ich die Hülse rausnehmen und wenn man da jetzt sieht und damit, wenn man mit dem Finger da ein bisschen drüber fährt, spürt man, dass da ein Grat entsteht. Und da kommt das Gerät ins Spiel. Das ist auch ein Hornete-Gerät, wie so ein kleiner Akkuschrauber, sage ich mal. Da sind zwei Aufsätze oben. Einmal innen einen Graten und einmal außen einen Graten. Dass ich eben außen mich nicht aufreiße und innen ist eben wichtig, dass ich da keinen Grat mit reindrücke. Das ist ganz einfach. Wie Akkuschrauber. Da sieht man, dass Späne fallen. So, jetzt ist das Ganze fertig und wie man da erkennen kann, ist da eine leichte Phase. Auch nicht zu viel innen in Graten, weil dann nehme ich zu viel Material weg und da oben ist dann eine richtige Kante, wo ich mich aufschneiden kann. Es ist wirklich nur, um den Grat zu entfernen und so, wie ich das da jetzt gesagt habe, passt das auch. Jetzt sind wir mit dem Graten, also mit den Ablängen und den Graten von der Hülsen fertig. Das
Wir sind im finalen Schritt unseres Hülsenbearbeitungsvideo angelangt. Wir haben die Hülsen jetzt fertig, bis aufs letzte Mal waschen. Ich habe gesagt, bei meinem Prozess werden die Hülsen zweimal gewaschen. Wie das Ganze mit dem Waschen funktioniert, ganz genauso wie beim ersten Mal. Wir haben unser Wasser, die Hülsen und unser Waschmittel. Und im Großen und Ganzen war es das dann mit unserem Video über die Hülsenbearbeitung. Seid gespannt aufs nächste Video, da werden wir unsere Patronen entwickeln, die ersten Schritte machen, von null messen und so ganze Sachen. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Danke, bis zum nächsten Mal.